Die Berlinerinnen und Berliner in Ost und West konnten wieder zueinander kommen. Man konnte sich besuchen, man konnte in der Nacht und in den Tagen danach gemeinsam feiern. Man konnte den anderen Stadtteil erkunden und kennenlernen. Ja, und man konnte anfangen, die gemeinsame Zukunft zu gestalten. Ja, die Nachricht der Maueröffnung erreichte mich in einer Gremiensitzung meiner Partei. Und ich bin nach der Sitzung hier zur Bösebrücke auf die Weddinger Seite gefahren und kam hier an, als sie gerade die Grenzer das Tor aufgemacht haben und der Menschenstrom so breit wie die Straße, die Brücke ist, von Ost nach West strömte. Der 9. November ist ja für uns Deutschen ein sehr ambivalenter Gedenktag, weil wir verschiedenster Tage gedenken. Einmal den 9. November 1918 mit der Revolution, den 9. November 1938 mit der Pogromnacht und den 9. November 1989, den wohl glücklichsten Tag in der Geschichte Berlins. Und alle drei Daten sind für unser Gedenken, für unsere Gedenkkultur in Deutschland nach wie vor von ganz besonderer Bedeutung.